Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Dee und wie ihr sehen könnt, zocke ich heute die englische Version, nämlich Flash Contest. Wie ihr dem Titel wahrscheinlich schon entnommen habt, wollen wir uns heute ein Pokémon anschauen. Und zwar das liebe Mega Simsala. Aber vorerst will ich noch sagen, auf den deutschen Servern findet heute um 12 Uhr oder habt ihr heute um 12 Uhr die Möglichkeit, legendäre Pokémon zu fangen, nämlich das liebe Lugia und das liebe Zapdos. Denn heute ist dieses Regengewitter von 12 Uhr bis 13 Uhr nicht verpassen, wenn ihr vorhabt, es zu fangen. Aber jetzt starten wir direkt mit dem lieben Mega Simsala. Der liebe Brawly aus meiner Gilde hat mich darauf hingewiesen oder hat mich gefragt, ob ich mal dazu ein Video machen könnte. Denn A, sieht man Mega Simsala relativ selten und B, ja, es ist eine Mega-Entwicklung, die ich noch nicht vorgestellt habe. Ich bin mal gespannt. Mega Simsala sieht an und für sich ganz cool aus, sieht aus wie so ein Yogi oder halt irgendjemand Übernatürliches, wie er auch die fünf Löffel über sich fliegen schweben lässt. Könnte auch genauso gut ein Mönch oder sowas sein. Der lange Bart zeigt, er hat viel Weisheit. Haben sie an und für sich nicht schlecht umgesetzt. Sieht ein bisschen knochig aus, gerade der Rücken ist ein bisschen dünn geraten. Aber mein Gott, wenn man sich eigentlich nicht mehr bewegen muss, um irgendwas zu machen, wenn man so übersinnliche Fähigkeiten hat, dann ja, kann man auch einfach sitzen bleiben. Das liebe Simsala gibt es seit der ersten Generation, wer sich erinnert, Abracadabra und dann Simsala, wie in dem Zauberspruch Abracadabra Simsala. Aber ich will jetzt nicht lange herumreden, wir schauen uns direkt mal die Attribute an. Hier sehen wir schon, Special Attack Wert ist ja auf einem angenehmen Level, auf 133, also über dem Normalwert, genauso wie der Speed. Speed hat jedoch nur, ist nur knapp drüber, aber wie wir hier schon sehen können, Verteidigung und die Leben sind darunter und das ist sehr schade, denn es ist schon mega entwickelt, was bedeutet, die oberste Stufe könntest du noch shiny machen und da lässt sie nicht mehr viel rausholen. Das ist sehr schade. Gehen wir mal auf die Friendship-Items. Hier brauchen wir Soil Origin. By the way, Mega Alakazam oder Mega Simsala ist von Typ Psycho. Ich find's immer schade, wenn ein Pokémon nur einen Typ hat. Auf der einen Seite gut, denn jeder Typ ist natürlich gegen andere Pokémon schwach, gegen andere Typs. Und wenn du nur einen Typ hast, hast du auch nur, sag ich jetzt mal, drei Pokémon. Wenn du jetzt noch einen weiteren Typ hast, sind es zum Beispiel sechs Typen, gegen die du schwach bist. Aber wenn man nur einen Typ hat, hat man auch oft nur einseitige Attacken. Aber die schauen wir uns jetzt mal direkt an. Wir fangen mal unten an. Hier unten haben wir Psyforce, das ist die Ability, Improve its own Special Attack. Ja, man sieht, oder wie wir gesehen haben, ist auf Damage aus, gar nicht mal schlecht. Dann hätten wir hier Dazzling Gleam. Das ist eine Fairy-Typ-Attacke, finde ich genial. Fairy-Attacken sind gut gegen Drachen. Hier wäre natürlich ein Fairy-Typ noch ganz gut. Denn hätte dieses Simsala noch ein Fairy-Typ, also wäre vom Typ Fairy und Psychic, dann könnten die Drachen mit ihren Drachen-Attacken ihm keinen Schaden zufügen. Aber ansonsten Fairy-Typ-Attacken nicht schlecht. Skill Power 75, Range Single, Special Attack. Kann man nicht meckern, ist schön. Als nächstes haben wir Shadow Ball. Hier, das hier ist amüsant, das habe ich mir tatsächlich schon vorhin angeschaut. Nämlich hier von Typ Ghost, wie ihr ich gehe mal mit der Maus drüber, hier sehen könnt, von Typ Ghost. Aber hier unten steht Cause Dark Type Special Attack Damage. Was bedeutet, oder jetzt stellt man sich die Frage, ist es jetzt von Typ Ghost oder von Dark? Dark ist auch in der Farbe von den Ghost-Typ-Attacken geschrieben und ich habe es auch schon getestet, es ist eine Ghost-Typ-Attacke. Lasst euch da nicht verwirren. Rage Singer, Skill Power 75. Ähnlich wie bei Dazzling Gleam, kann man nicht meckern. In der deutschen Version oder allgemein im Deutschen wäre es hier Finsterball. Als nächstes hätten wir Konfusion oder Confusion. Eine Psychic-Attacke, Cost Psychic-Type Special Attack Damage with 75% Chance to Confuse Enemy, Range Single, Skill Power 30. Wer die Edition gezockt hat, kennt Konfusion auch, nur hier in dieser Edition oder hier allgemein in diesem Spiel macht die Attacke Konfusion sogar noch Schaden, und zwar 30, Skill Power 30, ist nicht enorm, aber besser als gar nichts. Und natürlich 75%ige Chance, den Gegner zu verwirren. Wer es nicht kennt, wenn der Gegner verwirrt ist, das hält ein paar Runden an. Wenn mich nicht alles täuscht, müssen es sogar drei Runden sein. Er kann euch in diesen drei Runden angreifen, hat aber auch die Möglichkeit oder die Chance, dass er anstatt euch sich selber trifft und sich selber Schaden macht. Als letztes hätten wir noch die Ulti, und zwar die Attacke heißt Psychic, also Psycho. Cause Psychic Type Special Attack Damage. The Damage Increase 50% to the Target with Debuff. Range Single Skill Power 140. Ist eine schöne Attacke, ist vor allem stark mit 140. Psycho Attacke. Und der Schaden wird erhöht, wenn der Gegner einen Debuff hat. Also wenn die Leben der Angriff reduziert ist, die Verteidigung oder der Speed. Und wenn wir jetzt mal schauen, Cause 100.000
Psychic Type Special Attack Damage, also 100.000. Somit würde jemand, der unter einem Debuff bleibt, 150.000 bekommen. Wäre natürlich super, wenn eine dieser Attacken, abgesehen von Konfusion, noch einen Debuff hervorrufen würde. Weil ich weiß nicht, ob hier die Verwirrung als Debuff gewertet wird. Bei den Items gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel Metal Coat nehmen wegen den Psychic Attacken. Ihr könnt auch Magnet nehmen wegen der Fairy-Typ Attacke. Dann hier unten Black Belt wegen der Ghost-Typ Attacke. Wären alles Möglichkeiten, natürlich auch Leftovers oder Quick Claw. Einfach Speed und Leben. Ich habe jetzt das genommen, was ich übrig hatte, und zwar Wise Glasses. Denn Wise Glasses erhöhen die Ulti. Hätte man ja. Und dadurch, dass sie stark ist und noch stärker wird, wenn sie ein Debuff wirkt, dachte ich mir, okay, ich gebe dir noch mal ein bisschen was drauf. Was ich aber jetzt schon mal sagen kann, schaut einfach allgemein, dass die Leben, der Angriffsschaden ein bisschen erhöht wird, denn davon hat er wenig. Aber ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen. Wir schauen jetzt direkt mal gegen einen Gegner. Wie schaut es mit X-Flash aus? Na, der nervige Pokémon. Ja, okay. Wir greifen einfach mal Sieve. Ich bin mal gespannt, ob wir was reißen können. Theoretisch, wenn man jetzt unsere Power überschlägt, sollten wir gute Karten haben. Wir sehen auch schon hier, Ghost ist gut gegen Psychic. Der einzige Nachteil ist, das liebe Metagross ist auch für Typ Stahl, also somit hält es viel aus. Aber es geht ganz gut. Wir werden jetzt erstmal Metagross ausschalten und dann will ich hier das liebe Arceus ausschalten. Deswegen ist ganz gut, dass es Schaden macht, dann wird es keinen Schaden machen, könnte man hiermit das Schild nicht entfernen. So, bam bam bam. Also der Schaden ist schon mal gut, hohe Crit Rate, wie ich gesehen habe. Natürlich leider ein bisschen blöd, dass wir hier gegen ein Arceus kämpfen, gegen ein Elektro-Arceus. Wir werden jetzt auch gleich verlieren, genau. Also ihr seht schon, Verteidigung ist natürlich ein bisschen niedrig und die Leben, da wäre zum Beispiel Leftover gar nicht mal so verkehrt. Dadurch könnte es sich ein bisschen hochheben. Aber der Schaden, die Ulti ist gut, auch dadurch, dass ich sie geboostet habe. Die restlichen Attacken könnten stärker sein. Da schaut wirklich, dass ihr ein bisschen auf Angriff trainiert. Auf Special Attack, um genauer zu sein. Dann wird das wirklich, kann es richtig gut werden. An und für sich kein schlechtes Pokémon. Kann man echt nicht meckern. Ich schau mal, gibt es hier eine Möglichkeit. Bam bam. Wir schauen uns mal die Psychic-Pokémon. Also klar zu erkennen ist, es hat hier viele Legendäre, gegen die es antreten muss. Hier bam 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 bam. Hier unten bam bam. Und es gibt auch viele Mega-Entwicklungen. Aber ansonsten ist ein Psycho-Pokémon gar nicht mehr schlecht. Ich bin begeistert auch vom Design. Wie gesagt, es könnte stärker sein, aber ansonsten bin ich zufrieden. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Denkt dran, wer Lugia und Zapdos fangen will, heute deutsche Version, 12 Uhr bis 13 Uhr, nicht vergessen. Ich hoffe, wir sehen uns auch in einem meiner späteren Videos wieder. Danke fürs Zuschauen, bis dann.